Da will Kloppo Kagawa haben. Nö, sage ich einfach mal nö. Hey Leute, was geht ab, boy? Und willkommen hier zu einer weiteren Folge Trainerkarriere mit Borussia Dortmund. Die letzte Folge ist schon ein paar Tage her, weil ich einfach abwarten wollte, was ihr so unten in den Kommentaren reinschreibt. Und das Erste, was ich hier heute machen werde, ich werde Aubameyang von der Transferliste streichen. Machen wir das gleich mal. Aubameyang, weil Aubameyang hat auch in echt gesagt, das habt ihr mir unten in den Kommentaren halt geschrieben in der letzten Folge, dass er bei Borussia Dortmund bleibt, dass er nicht gehen wird. Wusste ich halt nicht genau, weil es gab immer Spekulationen zu Real Madrid für 100 Millionen und so weiter und so fort. Das heißt, von der Transferliste streichen. Hummels verkaufen wir aber, weil er geht ja in echt auch weg, beziehungsweise ist schon weggegangen zum FC Bayern München. Dann verkaufen wir noch Bojan, der bringt, ja, hat bei uns eh nicht so viel gespielt, genauso wie Shiro, der war ja ausgeliehen, den brauchen wir auch nicht mehr. Wir haben drei gute Stürmer, Ramos, Aubameyang und Lukaku. Błażejkowski können wir auch verkaufen. Und der Rest wird erstmal hier bei uns bleiben. Okay, nicht verfügbare Spieler, das heißt, wir müssen die alle wechseln. Weil die sind wahrscheinlich, okay, nicht wahrscheinlich, die sind bei der EM. Ups, Ødegaard kommt auch rein. So mache ich das dann aber. Ødegaard links, Mkhitaryan rechts, Kagawa in der Mitte. Hummels muss auch weg für Kurzuma. Ginter muss in die rechte Verteidigung. Schmelzer kommt in die linke Verteidigung. Und so müssen wir dann spielen. Und hier, wer kommt denn noch rauf? Galalo, genau. So werden wir heute mal. Piszczek muss auch noch weg. Für, ja, Saar. Ist jetzt eigentlich egal. Genau. Oder Ramos. Ich lasse mal Danny Ings hier spielen. Das erste Spiel gegen Atletico Madrid. Das werde ich simulieren. Ich werde es auch so machen, dass ich im nächsten Jahr, also im nächsten FIFA-Jahr hier jetzt bei Dortmund, auch ein paar Spiele simulieren werde. Das habe ich ja auch am Ende der Bundesliga auch gemacht, habe ich ein paar Spiele simuliert. Das finde ich geiler, wenn man mal ein paar Spiele simuliert. Also wichtige Spiele alleine spielt natürlich. Ja, genau. Simulieren jetzt hier auch gegen Atletico Madrid. Ich werde die ganze Gruppenphase simulieren, auch wenn wir, ja geil, Zuma verletzt in der ersten Minute, auch wenn wir rausfliegen sollten. Ginter, gelb. Okay, das sieht nicht so gut aus, wenn man sich die Szenen da rechts betrachtet für uns. Aber was nicht ist, kann er noch werden. Und Jackson Martinez erzielt das 1:0 für Atletico Madrid. Und Park Juhu macht das 1:1. Und gleich hinterher Ferreira Carrasco mit dem 1:2. Nice. Natürlich nicht. Und damit haben wir 1:2 gegen Atletico Madrid verloren. Ich bin gespannt. Wer ist denn eigentlich noch bei uns in der Gruppe? Ich weiß es gar nicht. Melbourne und Sydney, das heißt, wir müssen gegen die beiden auf jeden Fall gewinnen. Das Training werde ich jetzt auch machen. Ach, jetzt ist noch Kurzuma verletzt. Och nö, das gibt's ja gar nicht. Trainieren wir mal Ginter. Ist echt, echt zum Kotzen. Aber Ginter, der macht sich gar nicht schlecht. El Rondo hat A bekommen. Nice. Spieler verletzt, wie lange? 7 Tage, okay, das geht noch. Und Transferangebot für Shinji Kagawa von Liverpool. Da will Kloppo Kagawa haben. Nö, sage ich einfach mal nö. Nö, 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 den bekommst du nicht. Und wir werden uns auch, denke ich mal, wenn Hummels weggeht für einen ordentlichen Preis, werden wir uns, nicht Adrian Ramos, ich habe eben die Nachricht gelesen von Adrian Ramos, werden wir uns Sergio Ramos holen. Ich weiß, der ist schon etwas älter, aber trotzdem ein richtig, richtig guter Mann hinten in der Innenverteidigung. Angebote für Aubameyang, Lukaku und Bojan. Alter. 31 Millionen. Nein, den verkaufen wir nicht. Faul Wolfsburg. Lukaku verkaufen wir auch nicht. Aber Bojan verkaufen wir. An Valencia. Vielleicht kriegen wir dann nochmal ein paar Millionchen mehr. 3 Millionen mehr. 33,5. Das wäre nice. Bojan hat bei uns sehr, sehr wenig gespielt. Deswegen können wir ihn jetzt auch wieder verkaufen. War ein kleiner Fehlkauf, kann man so sagen. Und ich bin auch momentan überlegen, ob ich Böki
ob ich noch eine zweite Karriere mache. Hatte ich ja auch schon letztes Mal gesagt. Nein, Bürki wird nicht verkauft, auch nicht an Napoli, auch nicht für 50. Okay, für 50 Millionen vielleicht. Aber es wird kein Angebot kommen mit 50 Millionen. Wo war ich stehen geblieben? Zweite Karriere, genau. Ich weiß nicht, ob ich eine Abstimmung wieder machen soll, eine zweite FIFA 16 Karriere hier. Oder ob ich einfach alleine den Verein aussuchen soll. Das könnt ihr mir unten in die Kommentare schreiben. Unten in die Kommentare. Ja, Wolski, simulieren. Ach so, ja. Kurti. Kurtinelli. Wer soll denn da jetzt spielen? Park, der hat letztes Mal ein Tor gemacht. Das heißt, Park wird spielen. Aber Ginter wird in die Innenverteidigung kommen. Und Ramos. Ich lasse einfach das mal so spielen, weil gegen Melbourne, ich denke mal, da werden wir wohl gewinnen. Auch mit dieser Aufstellung. Klar, Reus und alle sind nicht dabei. Aber ich denke mal, es sollte gut gehen. Hoffe ich mal zumindest. Ansonsten sind wir schon raus aus dem Pokal. Wäre natürlich sehr schade. Und Aubameyang gleich in der ersten Minute schlägt dazu. Das Tor hätte ich gerne mal gesehen. Und wie geht's weiter? 30. Minute. Bloß nicht das 1:1 fangen. Aubameyang, 2:0. 11 Meter. Nice, okay, da haben wir schon gewonnen, denke ich mal. Oder? Aubameyang mit dem Hattrick. Marino hat zwischendurch noch in der 58. Minute zugeschlagen. Hat zwischenzeitlich verkürzt auf ein 1:2. Aber Endstand somit 1:3 für uns gegen Melbourne City. Richtig, richtig nice. Und wir sind momentan auf dem 3. Platz. Ich denke mal, dann werde ich heute die 2 Tage noch vorsimulieren und werde dann gegen Sydney spielen. Weil es ein wichtiges Spiel, wenn wir da nämlich verlieren sollten, werden wir aus dem Pokal raus. Und das wäre ja auch nicht so Sinn der Sache, sage ich mal. Yusuf Paulsen. Ne, den möchte ich nicht. Nö. Nö, nö, nö. Ja, komm, okay. Dann nimm mal einfach an für 30,5 Millionen. Wirklich, nein. Achso, ich kann ja schon Angebote machen. Jetzt mache ich jetzt noch die Angebote und dann würde ich sagen, simuliere ich dann noch 2 Tage vor. Ich habe zwar jetzt noch nicht Hummels verkauft, aber kann ja schon ein Angebot für Sergio Ramos machen. Sergio Ramos, 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 Ramos. 30 Jahre alt ist der schon, der alte Knacker. Und deswegen halt auch ein bisschen billiger. Anfrage zu Sergio Ramos, genau. Und falls er nicht klappen sollte, können wir uns... Ja, wen können wir uns noch holen? Innenverteidiger, der Verteidiger. Boateng. Chiellini. Giorgio Chiellini, der ist noch älter, 1 Jahr älter. Das ist natürlich auch eine Mauer hinten. Da machen wir auch mal eine Anfrage. Also wir wollen eine richtige Mauer haben für Matze. Dann machen wir nochmal Trainingseinheiten, zack. Am Anfang, wenn die Bundesliga anfängt, werde ich halt hier meine richtigen Trainingseinheiten wieder durchführen. Werde ich einen Ginter reinhauen natürlich, werde ich einen Gallardo reinhauen, unseren Jugendspieler. Werde ich einen Buchs reinhauen, werde ich einen Zuma reinhauen. Und werde, denke ich mal, auch einen Lukaku reinhauen. Der ist ja auch noch relativ jung, 23, 22 oder so. Und zack, einmal vorsimulieren bis zum wichtigen Spiel. Und wieder Roman Bürki, was soll denn das? Nein. Angebote ablegen und für künftige untersagen, genau. Wieso sehe ich das nicht gleich? Anfrage? Ja, okay, die alte Dame sagt schon mal ab. Unabhängig von der Höhe des Gebots, nicht zum Verkauf steht. Dann warten wir nochmal auf Ramos ab. Vielleicht kommt da heute auch noch was. Ansonsten, der sagt auch ab. Was denn da los? Machen wir einfach mal 40 Millionen, ich weiß nicht. Weil da steht wahrscheinlich zwischen 41 und 48. Ich denke mal, das werden sie ablehnen, aber mal schauen. Ihr könnt ihr mal eure Tipps unten in die Kommentare schreiben und welche Spieler ich mir noch holen könnte, wenn Chiellini und Ramos, also Chiellini ist eh schon weg. Da war ich auch nicht so richtig interessiert, ich wollte einfach nur mal anfragen. Und wenn Ramos vielleicht auch ablehnt, wen soll ich mir dann holen?
Schreibt mir das unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie ich das nächste Spiel gegen Sydney spielen werde, weil ich denke mal, ich werde trotzdem gewinnen. Obwohl, unsere Mannschaft ist ja nicht allzu gut jetzt aktuell. Viele sind bei der EM. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Ein paar Däumchen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Haut da rein.